Übertragung bereitgestellt, können während der Übertragung gekauft werden. Dazu gibt es dann in der Woche ein bisschen mehr, ein paar mehr Informationen. Ja, weiter geht's. Euer Satz schon fast nach Abseits aus. Ja, geht so weiter, wie es aufgehört hat. Marc hat das zweite Drittel angesagt, haben wir schon das erste Tor. Torhüter ist erstmal noch unverändert bei den Young Saale Bulls. Aber ich gehe davon aus, dass auch der zweite Torhüter heute seine Einsatzzeit kriegen wird. Unangenehmes Spiel sicherlich für den Stulle. Winkel wird sich der Kai freuen, hat hier auch an seinen Schlagschüssen trainiert, hat ja auch schon im Testspiel gegen Regensburg viel geschossen. Und ja, haben wir das nächste Tor. Ja, sicherlich auch Spiel für die Profis hier, er könnte ihn schon selber machen, er ist schon lange durch. Natürlich ist das heute ein Spiel, was nicht den Stellenwert hat, aber muss er einfach auch mal ein Tor schießen. Er hat sich wieder verspielt, aber sieht. So, zurück vom Tor vorlesen. 18:0 steht es für die Saale Bulls gegen die U25. Es bewegt sich auf dem Eis, aber natürlich sinngemäß nur in eine Richtung. So ist das. Kai hat es in der Drittelpause im Interview gesagt. Da müssen Entscheidungen schnell getroffen werden, verbandsseitig und natürlich auch bei den teilnehmenden Teams. Darüber halten wir euch natürlich auch auf dem Laufenden jetzt in der Woche. Es wird also eine sehr, sehr interessante Woche, wie das immer so ist, wenn eine Saison neu startet. Wir sind ja dann wirklich raus aus dem Testspielmodus und gehen dann im kommenden Wochenende in die Punktspiele rein. Es wird nicht minder interessant. Ansonsten, wie gesagt, wir haben einige Sachen vorbereitet. Wir werden sehen, wann wir es nach und nach schaffen, die alle zu starten. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Gewinnspiel mit euch, mit allen Fans. Ich freue mich auf noch ein paar andere Sachen und wir werden, wie gesagt, bei einem der nächsten Spiele dann damit beginnen, euch so gut es geht einzupinden per WhatsApp, per Sprachnachricht, das auf jeden Fall auch und so weiter und so fort. So, jetzt muss ich ja schnell ein Tor ankündigen in der Halle. Das 9. ist gefallen. Das 9. Tor war es. Geschossen hat es Tim May. Und Janik Striepke, die 16, und Finnvar Kurbiak, die 11, haben beigesteuert ihre Sachen dazu. Zum 9. Tor, 9:0. Es sind jetzt 3 Minuten weg im zweiten Drittel. Und wenn ihr Salter nicht hört, es ging nicht mehr ohne, auch er muss jetzt unbedingt einen Tee trinken. Und das macht er gerade. Kommt aber wieder, hoffe ich. Salter, komm wieder, Mensch. Unser Experte, der einzige, den wir haben.
Kurzer Fun-Fact über die Neuen. Wir hatten es ja vorhin schon bei der Ankündigung auf dem Eis. Das A auf der Brust hat er, die Neuen, Erik Wunderlich. Und heute hat er in der Tat sein 555. Spiel für Halle. So, 10. Tor, 10. Tor. Ja, und wieder was Lukas Walasek. Das war klar, dass er heute seine Tore macht, aber die fallen jetzt offensichtlich noch leichter, die Tore, als im ersten Drittel. Ja, war leider absehbar. Zehnte Tor ist normalerweise ein Kasten. Das, genau, wollte ich gerade sagen. Schön, dass du wieder da bist und das jetzt mitschreibst. Ich habe vermutet, du hast dir einen Tee geholt. Kann das sein? Tatsächlich gab es leichte technische Probleme hier mit dem Funk. Jetzt höre ich dich wieder gut. Ich bin offensichtlich auch wieder auf dem Stream und konnte mir gar kein Erfrischungsgetränk mitbringen. Das ist furchtbar, das ist bestürzend. Aber ich höre dich jetzt auch besser als vorher. Es ist, ja, jetzt ist es ganz klar alles. Irgendwo muss immer irgendeiner drauftreten und dann geht es wieder richtig. Nennt sich auch Testspiel. Genau, jetzt haben wir gerade den Luis Valerius ohne Maske gesehen, der schnauft schon ganz schön. Der hat heute hier ja, alle Hände voll zu tun, wie sagt man das beim Torhüter? Alle Handschuhe voll zu tun? Genau. Ja, bis jetzt ist das Spiel ohne Strafzeiten ausgekommen, wen wundert es, aber auch eben ungewöhnlich so ein Spiel zu sehen. Ja, das war nochmal ein Pfostentreffer, vielleicht sogar nochmal in der Zeitlupe. Weißt du, was das für ein klassisches Spiel wäre? Das wäre eigentlich ein klassisches Spiel für einen Gummihuhn. Du erinnerst dich dunkel. Ja, aber diese Tradition wurde irgendwo gar nicht mehr fortgesetzt. Das ist irgendwann eingeschlafen. Also sobald wir wieder Fans in der Halle haben dürfen, werde ich Gummihühner verteilen. Das gibt Ärger. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Kam auch von dir. Das habe ich hier auf dem Zettel geschrieben bekommen. Das ist eine Anweisung aus der Regie. Ja. Tor. Freude hält sich in Grenzen bei den Profis. Insgesamt für die Stürmer aber nicht schlecht. Für Stürmer ist es immer schön, ein Tor zu schießen. Die können das natürlich alles einordnen. Hier eine schöne Vorarbeit von Sergej Stas. Es ist einfach schön, dass man weiß, dass es geht, auch im Spiel. Natürlich wissen die, den Gegner auch einzuschätzen, aber psychologisch ist es halt doch ein Tor, was man gemacht hat im Spielbetrieb. Manchmal merkt man das ja auch in der Saison, wenn den Jungs einfach der Kopf im Weg ist, nachgedacht wird, noch ein Haken mehr gemacht wird. Und hier merkt man einfach mal, wie einfach es sein kann. So einfach wird es in der Saison sicherlich nicht werden. Aber das ist vielleicht noch ein kleines Manko auch die letzten Jahre gewesen bei den Saale Bulls, dass die Tore, die geschossen wurden, waren überwiegend schön. Zum Teil sehr schön rausgespielt oder schöne Einzelaktionen. Aber so die dreckigen, die erarbeiteten Tore oder so die ganz einfachen zwei Pässe, ein Abschluss, das kann sicherlich noch mehr kommen. Da bin ich gespannt, was Ryan Foster da einfach für eine Strategie fährt, klar zum Tor zu arbeiten, etwas geradlinigere Abschlüsse zu suchen. Bin ich sehr gespannt auf das erste Punktspiel, so es denn stattfindet. Ja, hier sehen wir einfach auch die läuferische Überlegenheit. Ganz schwer für die Young Saale Bulls hier halbwegs am Mann zu bleiben, weil A, die Zuordnung nicht stimmt, weil es wir haben taktische Defizite gibt und die Erfahrung fehlt. Man sieht immer, dass die jungen Spieler einfach auch ihren Gegenspieler suchen und hier sucht passt perfekt gerade, hier sucht der Torhüter auch den Scheibenführenden. Das ist einfach auch kopfmäßig eine komplett, nicht nur eine andere Liga, sind zwei Ligen. Locker Unterschied hier vom Sportlichen. Hier sehen wir es gerade. Luis Valerius denkt, die Scheibe wird weitergeführt. Verteidiger orientiert sich auch in die falsche Richtung. Ganz schwierig. Ja, für Kai ein schönes Spiel. Er mag solche Spiele. Hat einfach auch Zeit als Verteidiger. Wird man in der Saison eben auch selten haben, dass man im Aufbau gar nicht attackiert wird.
Er mag es, die langen Pässe zu spielen, hat er heute schon ein paar Mal auch klar zum Mann gebracht, weil einfach die Zeit da ist. Und wenn man dann die technischen Fähigkeiten hat und den Puck halt schnell zum eigenen Mann kriegt, macht es halt einfach dann auch Spaß. Jetzt sehen wir hier schon technisch ein paar Finessen mit Flip-Pässen aus dem eigenen Drittel raus. Viele Grüße. Da haben wir jetzt zu weit geflippt. Haben mich jetzt gerade erreicht von Fabian. Wir mögen doch beide Tee trinken, hat er gesagt, Zeltan. Da kann er irgendwie, ist er da falsch informiert, offensichtlich. Ja. Das hat dann irgendwann nichts mehr mit Eishockey zu tun. Seine Tea Party, oder was? So in die Richtung. Tee trinkt man, wenn man krank ist. Oh, hier, das war jetzt sicherlich mit Abstand die größte Chance des Spiels. Da wird sich der Max Pietschmann ärgern. Den hätte er machen können. Das technisch auch in Köln top ausgebildet nach seinen Jahren bei den Saale Bulls. So viele Chancen werden sie nicht nochmal bekommen für einen Treffer. Aber jetzt mal die erste Phase, wo tatsächlich, und der ging glaube ich sogar an die Latte. Also jetzt gleich zwei Riesenchancen für die Young Saale Bulls. Schön, dass sie sehen, dass es eben auch geht. Und ja, sehr schade, dass da nicht ein Tor draus entstanden ist. Das ist schade, ja. Haben sich jetzt den Gegner zurechtgelegt. Ja, so in etwa. Ja, hier sehen wir, dass auch das statische Spiel der Young Saale Bulls im eigenen Drittel kriegen da überhaupt keine Geschwindigkeit rein, was bedeutet, dass man steht. Die Drittel sind ja jetzt, seitdem die blaue Linie ein Stückchen weiter hinten ist, auch noch größer und diesen Raum nutzen hier die Saale Bulls knallhart aus. Viel, viel Platz, viel, viel Zeit. Man hat das Gefühl, das ist wie ein Überzahlspiel. Hier wurde gut aufgepasst, 182, schön die Scheibe ausgestochen und dann geht es sofort zum Wechsel. Wie gesagt, die Jungs sind platt. Den hat er gut gehabt, der Stulle. Ja, und aus dem Wechsel direkt die große Chance entstanden gleich. Aber den hat er gut gehalten. Nochmal im Nachfassen. Ist aus dem Wechsel direkt ein 3-1 entstanden. Ja, es gibt wieder Grüße, tatsächlich von der Bank der Saale Bulls. Kai hat mich gerade gegrüßt. Kann man mal machen in der Lernhalle. Hat er jetzt gewunken oder? Gerufen und gewunken. Gerufen und gewunken. Ja, ich würde gerne alle rufen hören wollen. Und winken würde ich auch gerne an alle allen Fans, die in der Halle sind. Aber das wird zumindest den gesamten November über in Halle nicht möglich sein. Solange der Lockdown gilt, wird es denn dabei bleiben, dass wir ohne Zuschauer in der Halle spielen? Ja, also letztendlich hat man natürlich ein Eishockey-Herz, aber irgendwo auch absolut Verständnis bei der Entwicklung, dass da solche Maßnahmen ergriffen werden. Die Halle ist nun mal klein, die Halle ist nun mal auch nur semi gut belüftet und man weiß es ja anhand aktueller Studien aus Leipzig, mit dem Testkonzert, dass gerade die Belüftung der Halle ein ganz entscheidender Faktor ist. Essentiell, genau, entscheidender Faktor. So, nach dem Spiel, Saltan, werden wir heute uns ein Stückchen Pizza nehmen und wahrscheinlich dann doch mal ein alkoholisches Getränk. Aber es gibt ja dann auch natürlich Corona-bedingt ein etwas anderes Prozedere. Natürlich heute sowieso keine Pressekonferenz. Das wäre sehr interessant, eine Pressekonferenz Saale Bulls und Saale Bulls U25. Machen wir nicht. Genau, jetzt in der Drittelpause gibt es noch das Interview mit der Abteilungsleitung der Young Saale Bulls. Da wird uns der Martin Berger auch mal was zum Konzept erzählen. Und auch schön, auch ein bisschen Inhalt in den Pausen. Auch das wollen wir euch natürlich die ganze Saison über bieten und das soll mehr und mehr werden. Und nach dem Spiel gibt es dann auf dem Eis auch keine Wahl des jeweils besten Spielers. Das klemmen wir uns auch, zumal es ein Testspiel ist, aber auch das soll es nicht geben. Und es gibt auch, also bitte nicht pikiert reinschauen, liebe Fans, liebe Zuschauer. Es gibt kein Shake Hands auf dem Eis. Klar, auch das natürlich der Situation geschuldet.
Und wir würden uns heute dann nach dem Stream, direkt nach dem Spiel, nach dem Abpfiff verabschieden. Vernünftig. Jetzt wechseln die Saalebus den Torhüter. Oh, du gehst rein. Und dann aber ab kommender Woche zeigen wir dann bei den Punktspielen auf jeden Fall live bei Sprite TV noch die Pressekonferenz, natürlich mit ein paar Minuten Pause dazwischen, weil sich das ja immer alles erst finden muss. Die Trainer müssen ihre Interviews geben und nochmal mit der Mannschaft sprechen und so weiter und so weiter. Und dann zeigen wir euch aber auf jeden Fall dann ab der kommenden Woche ab den Punktspielen die Pressekonferenz. Jetzt Max Pietschmann noch im Angriff. Aber halt. Oh, jetzt gibt es die erste Strafzeit. Wahrscheinlich für Halten. Oh, für Beinstellen. Ja, das erste Überzahl. Da sind natürlich die beiden Profis auf dem Eis mit Guran und Pietschmann. Bulli geht verloren und hier gibt es auch schon gleich das Gegentor. Den Shorthander für Sergi Stas. Ja, das ist halt einfach die Unerfahrenheit. Ja, das muss ich mir jetzt mal gucken. Beim Chris Guran kann man ein bisschen strenger sein, aber da konnte er auch nichts machen. Davon kann man nicht ausgehen, dass man in Überzahl so klar die Scheibe verliert. Und da lässt er sich natürlich nicht zweimal bitten, der Sergi Stas. Hat er fast noch die Scheibe verloren beim Antrippeln. Da sehen wir es. Ja, das war quasi von Steffen Hoffmann Fisch der Einstand. Erster Schuss, erstes Tor. Jetzt weiß er auch, was ihn hier erwartet in seiner zweiten Spielhälfte. Ja. Marius Rahn noch als Kapitän heute mit der Chance, hat aber die Scheibe erstmal sicher tief gespielt. Jetzt haben wir den Chris Guran auf Pietschmann. Ja, sicherlich, wenn man sportlich jetzt nochmal was sagen möchte, wenn man sagt, Mensch, die beiden Profis, die müssen doch hier den Unterschied machen. Das geht eben auf dem Niveau nicht, dass man hier alleine Spiele entscheidet, alleine auf dem Niveau, wenn einfach die Breite im Team nicht stimmt, das Fachliche nicht stimmt. Da kommen die ersten Pässe schon zu spät, da ist die Geschwindigkeit nicht hoch genug. Der Chris Guran ist ein gut ausgebildeter Spieler, Max Pietschmann wie gesagt auch, aber der ist natürlich auf seine Mitspieler, auf die Laufwege, auf die Geschwindigkeit, die genauen Pässe angewiesen. Und hier zu zweit gegen wirklich Profis, die sportlich die letzten Jahre hier immer über die Playoffs gespielt haben, da den Unterschied zu machen, ist einfach nicht möglich. Das hat auch nichts mit Einstellung oder fehlenden Fähigkeiten zu tun. Das ist einfach nicht machbar eben. Jetzt gibt es nochmal einen schönen Pass von Micha Schön, Finnmay Kowiak. Der Schön kann eben auch Stürmer spielen. Vielseitig einsetzbar, ist natürlich schön für einen Trainer, so einen Spieler zu haben, der ein sicherer Verteidiger ist, aber eben auch ein guter Stürmer. Na, Young Saalebulls haben zumindest immer mal die Möglichkeit, jetzt sich besser zu befreien. Jetzt haben wir sogar mal fast eine Überzahlsituation. Und dann dauert es halt immer lange, die Scheibe zu kontrollieren oder den Pass zu spielen. Jetzt hält Kai auch nicht mehr hinten. Geht auch mal nach vorne durch. Wir haben noch 6:43 zu gehen im zweiten Drittel. Halbzeit ist schon durch sozusagen. Ja, Halbzeit war es, die Torhüter gewechselt wurden. Genau. Ja, wir haben ja heute hier auch die inoffizielle Sachsen-Anhalt-Meisterschaft. Ich denke, die Vorentscheidung ist gefallen. Aber wie sagt man so schön, im Sport kann ja alles passieren. Ich habe schon verrückte
und so weiter. Kai nochmal probiert, diesmal auf den aufs linke Dreiangel. Aber dann hat der Fisch schön mit der Fanghand runtergefangen. Salzan, wie viel fehlt einem Eishockeyspieler, der normalerweise vor Publikum spielt, wie auch Fußballer und so weiter? Wie ist das hier beim Eishockey? Hat man ja auch doch Helm und ist dann fokussiert auf seine paar Mitspieler. Wie viel fehlt beim Spieler, wenn die Fans nicht in der Halle sein können? Also ich bewundere das, bin ja auch großer Fußballfan in der Bundesliga, wie das Niveau mittlerweile also vergleichbar ist zu dem mit Fans. Gibt es fast sogar positive Nebeneffekte mit, die Spieler bleiben vielleicht nicht ganz so lange liegen wie mit Fans im Stadion beim Fußball. Beim Eishockey muss ich sagen, ist es komisch. Ich kenne jetzt ja beides, damals noch zu Saale-Teufel-Zeiten volle Halle. Da waren wir schon immer enttäuscht, wenn nur 2.500 Zuschauer da waren oder mal nur 2.000. Da hat man schon gedacht, ach Mensch, spielst du heute hier vor gar nicht voll im Haus. Es ist sicherlich für die Spieler eine ganz ungewohnte Situation. Es ist eine andere Atmosphäre, nicht nur von der Stimmung, sondern es ist viel hellhöriger. Es ist schwer, da sicherlich reinzukommen, aber es sind halt Profis, müssen sich auch mit arrangieren. Schön ist es nicht. Also das ist ja nicht immer nur eine leere Floskel, wenn man sagt, Eishockey lebt von den Fans. Tatsächlich stimmt das einfach, weil gerade durch die Fannähe an der Bande ja die Stimmung auch überspringt und die Emotionen und wieder auf dieses Level zu kommen, auch mit dem Adrenalin nochmal die Extrameile, sagt man im Englischen, zu gehen, sich in Schuss zu werfen und dann doch nochmal das Backchecking, man wird ja auch für jeden Check gefeiert, das fehlt bestimmt und das wird eine ganz neue Situation sein für die Spieler, dann trotzdem ein gewisses Niveau abzurufen und in den Wettkampfmodus zu finden. Spielt da auch die teaminterne Psychologie eine Rolle oder andersrum? Steht am Ende das Team vorne, welches den besten Mental Coach hat in dieser Saison? Also ich glaube tatsächlich, aus einem ganz anderen Grund wird diese Situation, diese Saison psychologisch entschieden. Diese Dauer-Corona-Thematik und die Dauerbelastung, was ist mit meinem Geld, bin ich morgen arbeitslos, gibt es die Saison, gehen die Verträge weiter, was ist mit meiner Familie, werde ich krank? Das ist eine außergewöhnliche mentale Belastung und ich hätte das auch nochmal thematisiert. Ich glaube, das ist das, was diese Saison entscheidend ist. Ich glaube, da ist das kleinste der psychologischen Probleme, dass die Halle leer ist. Das größte Problem ist das Dauerthema Corona, die permanenten Tests. Jeder Test, den man macht, 2-3 Mal die Woche, immer die Hoffnung, oh Gott, hoffentlich bin ich nicht infiziert, hoffentlich können wir spielen, hoffentlich habe ich niemanden angesteckt. Das wird sicherlich schwierig. Ich denke, dass da viele Teams auch psychologisch drauf reagieren werden. Weil es eben eine Dauerbelastung ist und die wird uns ja nicht nur die 4 Wochen, die jetzt erstmal die Maßnahmen beschlossen sind, begleiten, sondern wir wissen ja alle, dass Corona jetzt nicht über Nacht verschwindet. Die Saison wird im Management und für die Spieler eine vor allem psychologische Herausforderung. Gibt da einen Mann auf der Welt, Lokalität USA, der sagt, es geht über Nacht? Ja. Dieser eine Mensch. Geht dann vielleicht auch über Nacht? Er ist A, nicht hier und B, hat er bis jetzt nicht recht gehabt. Nein, das stimmt wohl. Und vielleicht geht er ja auch über Nacht. Dienstag geht es da ums Ganze. Genau, ja. Höchst unwahrscheinlich. Für mich natürlich als politisch interessierten Menschen und Politologen ein ganz spannendes Thema, eine ganz spannende Wahl. Viele Sachen, die geschult wurden, sind die letzten Jahre über Bord geworfen worden. Ein ganz neuer Politikstil, in Anführungsstrichen. Mit Stil hat das ja wenig zu tun. Aber wir müssen schauen, letztes Wort zur Politik, die weltweit regierenden Populisten fallen mir da jetzt ein, Brasilien, Großbritannien, USA, wenn man sich da die Fallzahlen anguckt, haben bis jetzt außer markiger Worte in der Corona-Krise nicht viel bewiesen. Die vor allem frauengeführten Länder und Länder, die wie Angela Merkel mit ruhiger Hand die Krise einfach angehen, haben bis jetzt deutlich bessere Ergebnisse. So ist es wohl. Oh, hier nochmal eine Torchance. Fast. Also nehmen wir es mal einen Torschuss. Machen wir mal keine Chance draus. Das wäre jetzt ein bisschen frech dem Torwart gegenüber. Aber es ist zumindest schön, dass die Young Saale Bulls auch mal wieder fürs gegnerische Tor kommen. 3:39 stehen noch auf der Uhr für das zweite Drittel. Dann gibt es ein bisschen Werbung. Natürlich auch die Werbeplätze helfen den Saale Bulls direkt. Und dann zeigen wir euch noch ein Interview von Salzan, richtig von dir? Du hast es geführt, ja. Kann ich ja wieder nicht auf Toilette. Nein, du kannst wieder nicht auf Toilette. Genau, das Interview wird tatsächlich noch geführt. Wir werden es live senden, sozusagen. Live und in Farbe. Genau, dann Hose dann spiel da doch nochmal rüber.
Und dann geht es dann auch ins letzte Drittel schon. Ja, es hat jetzt hier torreich angefangen, das zweite Drittel, und jetzt länger nichts passiert. Ich glaube, der Steffen Hoffmann hat erst ein Gegentor bekommen. Jetzt sind es zwei. Lukas Wallersee, glaube ich, jetzt mit seinem dritten Tor. Ich weiß nicht, ob es für einen Hattrick auch einen Kasten gibt. Das zehnte hat er auch schon gemacht. Könnte ein teurer Abend für den jungen Mann werden. Hier haben wir schon nochmal unsere Übertorkamera. Ja, fantastisches Bild. Man sieht relativ weit auch viel. Wir haben die Kamera nochmal im Winkel geändert. Dadurch kann man relativ weit sehen. Das hatten wir ja letztes Jahr diese Saison, dass wir letztes Jahr immer mal die Situation, dass wir den Pass gar nicht sehen oder den entscheidenden Puck vor dem Torschuss. Aber diese Saison vielleicht die Chance, Tore noch besser und noch genauer zu analysieren und den Zuschauern einfach auch noch mehr Service zu bieten. Ja, eine schöne Einzelaktion vom Marius Rahn jetzt gerade. Schön die Scheibe abgedeckt, sich ein bisschen was zugetraut. Technisch auch ein toller Spieler. Habe ihn ja selber als Spieler erlebt, auch im Training. Ist halt schade, dass der Wettkampfbetrieb und die niedrige Trainingsbeteiligung solche Spieler nicht entwickelt hat. Der Marius Rahn war auf jeden Fall für mich einer von den hallischen talentierten Spielern. Noch aus dieser goldene Generation ist übertrieben, silberne Generation vielleicht, als der Thomas Rusch sich hier ein gutes Team, aus dem auch Max Pietschmann stammt, zusammengebaut hatte. Da waren sehr, sehr viele Spieler dabei, die wirklich Potenzial gehabt hätten. Das ist halt leider ein Problem im Eishockey, dass eben die Nachwuchsarbeit nicht so kohärent und konstant ist, dass man die Spieler dann auch hochziehen kann, weil es die übergeordneten Teams nicht gibt, weil nicht genug Spieler für hohes Niveau auf DNL 2 zur Verfügung stehen. Sehr schade, aber für Marius Rahn sicherlich heute auch einfach ein schönes Spiel. Jetzt sehen wir ihn am Bulli und hat das Bulli gleich gewonnen. Quasi das bestätigt, was ich gerade gesagt habe. Ja. Finnweil Kowiak hat immer eine ganz orthodoxe Technik beim Schlittschuhlaufen. Der Finnweil Kowiak ist mir letztes Jahr schon aufgefallen. Macht manchmal so kleine Tippelschritte. Vielleicht sehen wir es nochmal. Jetzt sehen wir es. Jetzt macht er wieder so einen Tippelschritt. Noch einen. Und steht relativ aufrecht. Hat aber schön mit dem Handgelenk gesehen, wo der Fisch dann hier wird schön von Mai die Sicht genommen. Torhüter sucht noch den Schussbringenden. Ja. Schönes Tor. Auch in der Saison wäre es auch Kategorie vermeidbar, aber bei dem Spiel heute wissen wir ja, dass hier heute ein bisschen anderes Niveau angesetzt wird. Wie Micha schön den vorbeigemacht hat, weiß er wahrscheinlich selber nicht. Seitan, ganz kurz gefragt, ich hatte jetzt die Kopfhörer nicht auf. Bei 15-0, ist das nicht auch ein Elberkasten denn? Der ja, neue Regel. Also, zumindest in der Regionalliga hatte ich ja das nicht unwichtige Amt des Bierbeauftragten. Da hätte ich mir sicherlich noch eine Sonderregelung einfallen lassen. An sich sind es die Rundentore. Aber auch das 20. werden wir sicherlich heute noch sehen. Da weiß ich gar nicht, ob es da noch einen Zuschlag gibt. Jetzt fallen sie halt doch wieder am Fließband hier die Tore. Ja, hier der Pass, der muss verhindert werden. Zwei Spieler wissen gar nicht, was sie machen. Erik Buchmann, auch ein lieber Freund von mir, der steht da halt einfach nur. Ja, der weiß gar nicht, was er macht. Hier beide Spieler haben keinen Gegner. Drei Young Saalebulls-Spieler haben keinen Gegner. Und dann kommt der Pass noch durch den Torraum. Kann der Torhüter im Notfall auch. Ich habe da mit dem Sebastian Albrecht mal lange drüber gesprochen. Auch in der Zeit, als ich mittrainieren durfte, wo ich immer mal gesagt habe, Mensch. Und er hat gesagt, nee, der weiß ja, dass durch den Torraum gepasst wird. Er spekuliert auch schon auf die Pässe. Er gibt zwar dann seinen Schläger frei quasi und weiß, dass wenn er aussticht, er ihn mit dem Schläger nicht mehr halten kann. Aber die wenigsten Schüsse kommen dann zwischen die Beine und er versucht, diese Pässe dann aktiv auch mit zu vermeiden. Dann haben wir nochmal die schöne Geschichte. Zieht dann vorbei. Ja, Innenpfosten, kein Tor. Hat die Übertorkamera wieder super aufgezeichnet.
die Linie da ums Tor ist auch nicht krumm, liebe Zuschauer. Das ist die Perspektive. Wir mussten uns ein bisschen für entweder wir sehen mehr Fläche oder wir haben eine gerade Linie entscheiden. Und der Kai macht mal wieder eins. Ja. Der war gerade hier im Kampfgericht, hat gelächelt. Aber er schmitzt auch, immerhin. Er schmitzt. Da freut er sich. Ja, aber es ist wichtig. Also ihr seht, die Jungs, die freuen sich trotzdem über ihre Tore. Macht halt einfach Spaß, das Tore schießen. Dafür spielt man Eishockey. Viel wird ja auch immer Wert auf die Defensive gelegt. Und das ist natürlich auch mein großes Thema. Aber letztendlich sind wir auf dem Eis, um Tore zu schießen. Die Spieler und die Fans sind im Stadion, um Tore zu sehen. Und hier haben die wenigen Fans im Stadion und am Livestream gerade wieder ein Tor gesehen. Auch wieder eine Situation, wo der Torhüter nicht genau weiß, wo die Scheibe ist. Hier macht er eigentlich, das war mal jetzt ein kurzes Replay. Hat er eigentlich die Ecke zugemacht, aber das ist dann der fachliche Unterschied zwischen einem top ausgebildeten Torhüter. Wenn die Ecke zu ist, ist die zu. Und hier ist er eigentlich mit dem Bein unten, kriegt die Scheibe vorbeigeschoben. Ja, also Daniel Mischner ist gerade bei mir, guckt natürlich auch als Präsident hier mal auf die Zahlen. Sind circa 550 Leute, die im Livestream unseren Beitrag hier verfolgen. Vielen Dank an alle. Nehmt euch ein Getränk. Genau. Jetzt kommt das Interview, bisschen Werbung und dann freuen wir uns trotzdem auf das dritte Drittel. Ich denke,